Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange Before the Storm, Episode 2, schöne neue Welt. Ja, wir sind dann noch hier auf dem Schrottplatz. Genau, unterwegs right? Und wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, durch Chloe gerade eben, vielen Dank an meine liebreizende Assistentin, sind wir noch auf der Suche nach einer Batterie. Sorry, Max. I think I'm more jealous of you than anything. Hopefully I'll be escaping this place soon too. Genauer gesagt noch nach einer Autobatterie. Mal schauen, ob wir hier irgendwo noch fündig werden. Ein Werkzeugkasten, den haben wir auch beim letzten Mal weggeschmettert. First you take my mom, then take my home. Fuck you, David. Tja, hier hinten war nix. Gibt's jetzt... Waren wir jetzt schon? Nee. Wo waren wir denn jetzt überhaupt noch nicht? Irgendwo müssen wir was übersehen haben oder irgendwo waren wir noch nicht. Die können wir nicht aufmachen. Spielzeugroboter, den haben wir gesehen. Hier läuft immer noch Pisshead. Im Kofferraum wird es keine Batterie geben. Ah, ein Übungsgrün. You're a long way from the country club, guy. Ein Minigolf-Spiel. Ja, ist okay. Haben wir tatsächlich oder habe ich tatsächlich irgendwo etwas übersehen? Das hat er nochmal gesagt, in irgendeiner Motorhaube. Also wir müssen direkt schon nach einem Autowrack gucken, wo eine Batterie drin ist. Die Batterie hier war nix, die ist für den Arsch. Wo gibt's denn noch eine? Hier können wir nicht hin oder nicht drunter. Das können wir nicht aufmachen. Shit. Max and I used to go there all the time as kids. I think it shut down, but who knows. Sieht aus wie ein Restaurantschild. Schulbus, der können wir aber nicht aufmachen. Ne, nee, den können wir bloß ansehen, das haben wir aber schon. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. You're a long way from the beach. Tatsächlich. Don't tell me what to do. Make it a great day. Ich glaube, Chloe hat schon bessere Tage gehabt als heute. I always wanted a pet snake. Instead, I got David. Fuck everything. Ja, ich glaube, das mit David, das trifft sie mehr als der Schulverweis, den sie bekommen hat. Here's a side of Arcadia Bay they don't put on the postcards. Nee, ausnahmsweise nicht. Das Auto sieht tatsächlich noch einigermaßen gut aus. Hier könnten wir Erfolg haben. This thing looks somewhat new. Maybe the battery still works? Wenn nicht hier, wo dann? What are you trying to hide under their hood? Dazu eine Polizeikralle ans Rad bekommen. Wurde vermutlich nicht ausgelöst und deswegen haben sie den abgeschleppt. Kann ich mir vorstellen. Polizeilicher Hinweis. Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. Warnung, dieses Vehikel wurde im Rahmen eines Haftbefehls einer Verfügung konfisziert und beschlagnahmt. Dieses Vehikel wird gemäß der Befugnis unter Regel 42 des Amtsgerichts von Oregon in Anwendung von Sektion 2 in Klammern 1 des Rauschgiftentschädigungsgesetz, wer kennt's nicht, das Rauschgiftschadensgesetz ist von 1985 gefändet und beschlagnahmt. Es ist eine Straftat, dieses Eigentum ohne Entschuldigung und Unentschuldigungsgrund zu zerstören, zu beschädigen oder zu verändern. Tja, dann, wir kennen's bei den Autos, für die Motorhaube müssen wir erst den Schalter ziehen. Tada. In official car speak, this is the thing that makes the other things do their things. Quasi. Ja, die sieht tatsächlich noch gut aus. Im Vergleich zu den anderen zumindest. Here we go. The pick of the litter. Wunderbar. Da haben wir, was wir wollten. Aber ich gucke mich trotzdem mal noch hier hinten um, was es hier noch gibt. Wir haben jetzt einfach mal die Batterie wunderschön in unserer
Hosentasche versteckt. I used to love opening up the diner with Mom before school. I guess those days are now officially over. Altes Schild des Two Whales Diner oder irgendein altes Schild. Jetzt nicht das, was draußen so riesig prangt. Ja, rumsteht, rumprangt. Das wäre ein bisschen klein. This Matt has seen some things. Mostly feet. Vermutlich. Wir können hier nochmal reingucken. Ah ne, können wir jetzt gar nicht, weil wir die Batterie schon haben. Ah, das ist ja vermutlich auch nur eine Niete gewesen. Dann müssten wir jetzt den Schrottplatz erst einmal durchhaben. So, schauen wir mal, ob das passt. Jetzt auch richtig anstöpseln. Ich hab's gerade noch gesagt, jetzt auch richtig anstöpseln. Das passiert, wenn man die Batterie falsch anstöpselt. Hätt's mich mal ausreden lassen. Aber ich kann mir vorstellen, so wie die Karre aussieht, ist da bestimmt noch ein bisschen mehr kaputt als die Batterie. Aber bei Videospielen haben wir jetzt bestimmt das Glück und alles funktioniert wie frisch vom TÜV. Schlüssel haben wir nicht, aber gut, da gibt es Alternativen. Ja, Zündkerze vielleicht noch? Vermutlich noch eine Zündkerze. Damn. This thing needs more love than I can give right now. Das war in the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Rachel schreibt uns. Ja, schreib dich erstmal aus, Mädel. Blub, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Schreib nicht so viel. Chloe Price. Ich bin nicht scheiße. Bist du absolut nicht. Laut meiner Mutter schon. Weiß nicht, ob ich es ertrage, heute nach Hause zu gehen. Noch da? Ich hole was von zu Hause und sehe dich am Schrottplatz. Ich sehe dich sehr bald. Wehe, wenn nicht. So. I know someone who would be very happy here. Genau. Nämlich der hier. Den. Wusste ich doch zu den kennen. But I get to pick the tunes. Okay. Good talk. So, jetzt läuft's Auto bestimmt. Schon doppelt so viel wert in das Auto. Rostiger Boden, okay. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Okay. Probably a good idea to cover over this with something. Ja, ich hab schon Ideen, was es vielleicht sein könnte. Maybe there's another light bulb I can put in here. So viel zu tun hier, meine Güte. It's just you and me, you tiny weirdo. So, aha, drei was brauchen wir. Okay. Ich habe Ideen. Schauen wir mal. Okay. Let's see what else this trash heap has to offer. Idee Nummer 1, vielleicht dieses Handtuch für den Sitz. This could cover Aha. that torn seat and look awesome doing it. Idee Nummer 2 wäre vielleicht die Fußmatte, wenn ich jetzt noch wüsste, wo die war. War die hier hinten? Platzdeckchen, na, Platzdeckchen war das, okay. Ich glaube, die Fußmatte war nicht hier. Die Fußmatte vielleicht für den Fußbereich da beim Beifahrersitz. Und so eine Glühbirne habe ich bisher noch gar nicht gesehen, außer vielleicht bei der Weihnachtsbeleuchtung. So. Ich habe echt keine Ahnung, wo die Fußmatte war. Oder den Teppich vielleicht. Der funktioniert, okay. Today you begin an exciting new life as a floor mat. Genau, das wäre die Alternative gewesen. Und jetzt noch die Glühbirne. Da würde ich jetzt spontan mal die Weihnachtsbeleuchtung vorschlagen.
Sehr schön. Das ging smoother als erwartet. Here's hoping for a holiday miracle to light. Deine Verbindung zu Steam wurde unterbrochen. Und deine Features stehen nicht zur Verfügung. Okay. Disconnect habe ich aber keinen. Okay, gut. Wir bringen das erstmal zurück. Habe ich jetzt wieder? Kleinen Moment, ich guck mal nach. Ich bin bei Steam, aber online. Komisch. So. Wir haben alles hinein damit. Auto läuft zwar dann immer noch nicht, aber das ist schon mal ein Fortschritt. Um es ein bisschen gemütlicher zu machen. Mehr oder weniger. Ich will jetzt nicht wissen, wer schon alles auf diesem Strandtuch gelegen hat, aber okay. Hope my passengers enjoy the smell of sea salt and junkyard. Pikante Mischung kann man ja schon bald sagen. So liege ich auch immer von drin, ich meine, wenn ich den Beifahrersitz aussaugen muss. Einfach auf die andere Seite gehen wäre ja zu einfach. Always nice to know you won't accidentally fall out into the road while driving. Ja, das ist vorteilhaft. So, hast du wenigstens ein buntes Licht genommen oder ein grünes? Na fein. Wenn das nicht schick aussieht. This thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Still, how sweet would that be? Yeah? Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about? Oh, like drugs? Price. I'm hanging out in the junkyard, north of town. A junkyard? That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. And Frank? I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Ist der vielleicht dahinter gekommen, dass das Geld vielleicht nicht von uns war? Das war jetzt das, was ich vermuten würde, dass er mitgekriegt hat, dass wir das Geld irgendwo anders entwendet haben. Ansonsten hatten wir mit Frank noch nicht so viel zu tun hier in Before the Storm. Warten wir ab und lassen uns überraschen. Graffiti. The inaugural truck tag. Ja. You only get one chance to make a first expression. Mystisch. The eye sees. Gefühle auf Rädern. Errungenschaft. Sehr schön. Does your truck look like a Christmas party on wheels? Didn't think so. Ah, hat doch was. So, was gibt's denn hier überhaupt drin im Handschuhfach? Vielleicht gibt's da ja noch was Schönes. Vielleicht findet man da noch was. What do we have here? Ah, okay. This'll do. Wissen wir auch, wo die herkommt. Aber ich würde vielleicht vorher mal in die Waschmaschine stecken. Does Principal Wells eat pizza with a fork and knife? I knew there was something off about that guy. Geht die noch? Ja, sie geht noch.
Na dann, vertreiben wir uns mal die Zeit, bis Frank vorbeikommt. Bitte, liebe GEMA, mach nix. Shit. I slept all day. Ich wollte schon sagen, wir sind doch bestimmt wieder in dieser komischen Welt. What the hell? Dieser Traumwelt, irgendwas Dings. Dad? Ziemlich makaber. Amazing, isn't it? I can't look away. Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. See? You're so drawn to it, you don't even realize the danger. Danger? Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. But sometimes, there's a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what?
Okay. Of getting burned. Ich bin froh, dass ich nicht solche Träume habe. Okay. Das sind immer solche mehr oder weniger unterschwelligen Botschaften, die Chloe durch die Träume bekommt. Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire. Ich glaube, das war die Botschaft. So, are you gonna invite me in? Vielleicht. Or what? Ja, klar, komm rein. I love giving rides to strange drifters. Hop in. Thanks. You've been busy. It's nothing. Just some junk I found lying around. A rainbow towel? A bright green light? Holy shit. The all-seeing eye. Figured it can't hurt to have the Illuminati on our side for whenever shit goes down. Always thinking ahead. Chloe, this is incredible. I can't believe you found us an escape vehicle already. Wir hatten ja einen Plan, ne? Deswegen auch die Tasche. That's the hope. But it doesn't exactly drive yet. You'll figure it out. And while you're at it, we're also gonna need some money. You know, to buy stuff. Uh-huh. Car and money? Anything else you'd like? Ist ja sonst nix. Luckily, there's no rush. True. And no Blackwell. Holy shit. That Wells meeting. I'm so sorry. I can't believe he actually expelled you. Why not? No reason to prolong the inevitable. Sag ich ja. It's definitely Blackwell's loss. You covering for me was amazing. I don't know how to thank you. Whatever. You tried to cover for me too. Tried and failed. I guess we know who the better liar is. Or maybe my lie was the one he wanted to believe. At least Wells has no idea what really went down with us last night. Shit got pretty wild. Wenn die das rausfinden, dass wir für das Feuer verantwortlich sind, dann... Boah, meine Güte, will ich gar nicht drüber nachdenken. Rachel, that was more than pretty wild. You went absolutely nuts last night. What the hell were you thinking? I was angry. I didn't expect the whole stupid park to go whoosh. But now you're in on it too. Accessory after the fact. Unless you tell on me, of course. I'm no snitch. I'd be way happier going to jail than having to live at home with Dictator David. He announced his plans to move in this morning. Oh, Chloe, that's awful. I'm so sorry. You know what we both could use? Therapy. Therapy. You start. Kick back and tell me what's bothering you. Well, Doc. There's this dildo with a mustache who's been dating my mom, and now he thinks... He's... moving in with us. How do I stop him? Hmm. That's a hard one. I'm not sure there's really anything you can do. Then what the hell am I talking to you for? Just because you can't stop him doesn't mean you don't fight back. The resistance begins now. All right. You're going to need a new nickname to mark your enemy. What have you got?
Steve Dödel war ja schon bisher immer so ein bisschen das, was sie meinte. Ne? Sag es mal so, der Hass steigt ja immer weiter. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile schon bei Steve Wichser angekommen. He's a step fuck because he's a stupid fucking Fuck. fuck. Poetic. May I also suggest step ladder? Why step ladder? Because he climbs on your mom every night. Oh. And pretty soon they'll be stepping down the aisle. What the hell kind of therapist are you? Sorry. It's called shock therapy. Highly controversial. I've been booted from school and I'm not entirely sure what to do about it. You mean how to cope with your feelings of anger and disappointment? No. I mean how to express my feelings of intense joy. Uh-huh. Do you think you might be taking this a little too well? You tell me. I'd say I'm exceptionally well adjusted. I'd bet my therapist's license that no one's ever called you that before. Touché, Doc. So, my new friend, who everyone thinks is perfect, did something batshit fucking nutso last night. What do I do? This perfect friend of yours, who I'm assuming is also an exceptional beauty, sounds like she may have been inspired by someone new in her life. Perhaps this friend of yours, who, I reiterate, must be just stunning, needed someone in her life to teach her. How to break into a viewfinder? How not to give a fuck. Because she was tired of having to give so many fucks all the time. That makes sense. That was actually somewhat therapeutic. Thank you. It's always a pleasure delving into the mind of Chloe Price. And now it's your turn. Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous scumbag. It sucks. Too blunt? Sorry. I do that sometimes. Nah, I'm just... Ugh, I don't know. Can we talk about something else? Of course. I kind of fixed the truck a bit. That might mean I have life skills, something I've really tried to avoid. Upshot, I'm closer to becoming a car thief. That's pretty badass. Do you think there's a point when you've been acting so much that you don't even have your own personality anymore? You're just whatever you think other people want you to be. I think you have a personality. I wasn't talking about me. My dad doesn't really exist. You saw him in Wells' office. The whole thing is a performance. And now I'm starting to feel like everything in my life is bullshit. But he's still my dad. How can I make sure I don't end up like him? You couldn't be like him even if you wanted to. You're too awesome. The fact that you believe that makes me feel better. Was hat Rage da jetzt auf ihrem Handy? Gab's eine Nachricht? Will sie uns bloß was zeigen? Wer weiß. Ist ein bisschen abrupt vielleicht, aber ich reiß euch jetzt hier mal raus, denn wir sehen uns morgen zu einem neuen Port weiter. Wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann.